Ja, es gibt Tage oder in unserem Fall Schrauberabende, wo du einfach irgendwie willst können verdrängen. Genau, gestern war so einer und ich zeige euch, was passiert ist. Ja, okay, ich spare euch nicht mehr länger auf Folter. Das ist passiert. Risse in der Scheibe. Ich glaube es einfach nicht. Es kann doch nicht wahr sein. Ja gut, was ist passiert? Wie gesagt, leider nicht auf der Kamera gehabt. Wir haben vorne probiert, den Chromtrim anzumachen. Wie hinten? Hinten super gut gegangen, alles tipptopp, wirklich fein sauber gelaufen. Da vorne hat es nicht gehen. Wir haben 2,5 Stunden oder sogar 3 Stunden an dem Chromtrim rumgemacht. Klemmerli raus, Klemmerli rein, Klemmerli dort, Klemmerli da, Klemmerli richten. Nichts ist gegangen. Es ist einfach, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht heben. Und nach 3 Stunden haben wir gesagt, fertig, abbrechen, alles nochmal von vorne. Alle Klemmerli raus und überlegen, was wir als nächstes machen. Gut, alle Klemmerli raus. Das da ist das Letzte. All gleich rausgenommen, Zängli. Ich habe gewusst, was ich mache. Also das heisst, ich habe gewusst, was passieren kann. Alles sehr vorsichtig gemacht. All können zupfen, rundum, kein Problem. Beim Letzten genau gleich gemacht wie alle anderen. Angesetzt. Zogen. Blöpp. Stoing. Sprung in der Scheibe. Wow, ich sage euch, das ist echt nicht auf der Wunschliste gestanden. Ziemlich frustrierend. Ja gut, ja, es sind die Tage, wo du alles wegstellen willst. Aber wir haben einen Termin, wie gesagt, nächste Wochenende für den Automat. Das machen wir. Wir gehen dort motiviert ran. Es sind alle Leute da, die wir brauchen. Wir gehen auf den Lift. Machen wir und das machen wir jetzt wirklich zuallerletzt, wie gesagt, überhaupt nicht auf der Wunschliste gestanden. Ich habe keine Ahnung, ob es so eine Scheibe gibt, wo es so eine Scheibe gibt, ob es überhaupt so eine Scheibe gibt und was das Ding überhaupt kostet. Ich habe keine Ahnung. Also, das kommt ganz zuletzt. Ich probiere jetzt das zu organisieren und mache auf den Rest fertig, bis das übrig bleibt und ich hoffe einfach, dass noch ein Stückchen Freude übrig bleibt, um das Auto nachher auch zu fahren. Es hat jetzt wirklich viel, immer wieder Rückschläge gegeben. Das rührt uns auch wieder 3 Schritte zurück. Und ja gut, ist wie es ist. Da müssen wir durch. Und wie gesagt, nächste Woche ein End Automat. Hoffe, dass das geschmeidig läuft. Und würde sagen, schauen wir dann die Bilder an. Bis dann! So, und heute ist das Wochenende. Genau, heute ist Freitag und das heisst Automat. Mal schauen, vielleicht brauchen wir noch den Samstag. Mal schauen. Ich bin mal schauen wegen einer Scheibe. Es sollte eine geben. Kostet es quer, aber es gibt eine. Ich habe sie bestellt und dann ist das die nächste Geschichte. Jetzt aber ein Automat und ab in die Hose und bis nachher.
Ja, Leute, es ist wieder richtig, richtig kalt geworden. Gehen wir schon rein, machen das Video fertig, wir sehen uns gerade wieder. Ja, wir sind also sehr überrascht gewesen. Es gibt leider nicht allzu viele Bilder, weil es ist nichts gewesen. Es ist, wir haben den Automat nicht müssen abnehmen. Wir hatten mal ein Wochenende gehabt, wo wirklich gut gelaufen ist. Das solltest du eigentlich wirklich feiern. Ja gut, also was ist passiert? Wir haben den Automat, wie gesagt, nicht müssen abnehmen. Es ist an einer Zuleitung gelegen, wo wir vergessen haben, den Ohrring zu wechseln. Also wir haben nur die Wanne runtergenommen und wieder neu aufgefüllt. Also dass der Ohrring fliegt, respektive ersetzt und alles zusammen und wieder füllen und probieren und geht. Und das sind Bilder dazu, die ich zeigen will. Ja, wie gesagt, nicht viele Bilder. Es gibt halt einfach Momente, wo es nicht allzu viel gibt zum Filmen. Wie schon oft gesagt, ich habe nur ein Projekt. Und dann hast du halt irgendwann mal die Flauten. Ist egal. Ich habe gedacht, ich melde mich gleich wieder mal. Ist ein bisschen viel geschnurrt in diesem Video. Das tut mir leid. Es kommt sicher wieder Besseres. Ja, wir bleiben dran. Ciao zusammen.